Hi, liebe Facebook-Freunde, ich wünsche euch erstmal einen super Start in die neue Woche. Und ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich einen Berlin-Kalender mache und den auch bald veröffentlichen werde. Und ich habe heute mein Probeexemplar vom Verlag bekommen. Und das will ich euch einfach mal kurz zeigen, damit ihr auch mal seht, was euch so erwarten wird, wenn ihr diesen Kalender bestellt. Also, hier seht ihr das Ganze. Ich muss mal die Kamera ein bisschen drehen. So, hier seht ihr das gute Stück. Ist jetzt noch eingeschweißt, ihr werdet es natürlich dann auch eingeschweißt bekommen. Das ist das Titelbild, ja, das typische Berlin-Bild, was so jeder kennt eigentlich. Berlin City bei Nacht 2015 wird der ganze Kalender heißen. Und ich packe den jetzt mal schnell aus und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken uns mal die Bilder zusammen an. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Es glänzt immer noch, die Oberfläche so ein bisschen. Es liegt daran, dass der Kalender hier oben noch so eine kleine Schutzfolie hat. Die man dann aber einfach umklappen kann. Wenn die dann weg ist, dann glänzt das auch nicht mehr so und es reflektiert nicht mehr so und ihr könnt das Bild mal wirklich richtig sehen. Das ist also, wie gesagt, das Deckblatt. Dann geht's weiter mit dem Monat Januar, wo das Bode-Museum zu sehen ist, am frühen Morgen im Hintergrund mit dem Fernsehturm. Februar, ein sehr aktuelles Bild, was ich erst vor einer oder anderthalb Wochen gemacht habe, wo die Lichtergrenze oder die Lichtgrenze in Berlin aufgebaut war zum Jubiläum des Mauerfalls. Da war ich hier mal im Regierungsviertel und habe mit dieser wunderschönen Spiegelung auch arbeiten können. Das war sehr cool. Dann habe ich hier das Haus der Kultur in der Welt, auch mit einer coolen Spiegelung. Das ist, glaube ich, mal im August oder so entstanden. Dann haben wir hier wieder was von der Lichtgrenze. Das ist diesmal der Reichstag und zwar von der Position, wo man normalerweise eigentlich gar nicht hin darf. Das ist auf der Rückseite vom Reichstag. Wo normalerweise er abgesperrt ist, aus Sicherheitsgründen. Als die Lichtgrenze aufgebaut war, durfte man da allerdings mal hin und da habe ich diese Chance natürlich ausgenutzt und habe diese Perspektive mal fotografiert. Dann haben wir den Gendarmenmarkt im Monat Mai. Das Foto ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das fotografiert habe. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her jetzt. Im Monat Juni haben wir das Brandenburger Tor, darf natürlich in einem Berlin-Kalender auch nicht fehlen. Das Brandenburger Tor ganz früh am Morgen zur blauen Stunde. Natürlich noch ein bisschen nachbearbeitet, dass das Tor schön heraussticht und golden leuchtet. Dann haben wir hier den Berliner Dom von der Rückseite. Ja doch, das ist die Rückseite vom Berliner Dom. Mal fotografiert, das ist auch noch gar nicht so altes Bild. Also relativ aktuell dieser Kalender. Dann sind wir wieder im Regierungsviertel im Monat August mit dem Reichstag im Hintergrund. Paul-Löbe-Haus, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, alles da, die Spree im Vordergrund. Dann haben wir wieder was von der Lichtgrenze, die Oberbaumbrücke diesmal. Ja, hat auch ein sehr schönes Motiv abgegeben. Das war übrigens das einzige Mal, dass ich am Abend unterwegs war, als die Lichtgrenze aufgebaut war. Abends war es mir eigentlich immer zu voll, deswegen bin ich mal morgens losgegangen. Im Oktober haben wir Berlin von oben. Und zwar vom, wie heißt das Hotel? Vom Park-In-Hotel aus fotografiert. Da kann man relativ einfach hoch. Muss man, glaube ich, 2 oder 3 Euro bezahlen. Und dann kann man das mal machen. Im November haben wir wieder das Regierungsviertel zur Lichtgrenze. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich mag es auch, aktuelle Bilder einfach in so einen Kalender reinzupacken. Und der Monat November passt natürlich zur Lichtgrenze besonders gut. Deswegen ist dieses Bild auch im November zu sehen. Und im Dezember haben wir auch ein schon bekanntes Foto vom letzten Jahr zur Weihnachtszeit, wenn am Berliner Kudamm alles weihnachtlich geschmückt ist und dieser geile Berlinzug da auch aufgebaut ist. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Ich war jetzt noch gar nicht am Kudamm. Ich weiß auch gar nicht, ob da schon was aufgebaut ist. Aber letztes Jahr war es, wie gesagt, so. Und ja, das ist der Kalender. Ist natürlich hier am Ende noch so eine coole, dicke Pappe, dass das Ganze auch schön stabil ist. Und die Rückseite, dort seht ihr auch nochmal alle Fotos in klein und ein paar weitere Informationen sind hier auch noch mit drauf. Der Kalender wird hoffentlich in der nächsten Woche dann schon verfügbar sein. Ich muss mir die Kamera nochmal umdrehen. Der Kalender wird, ich glaube, im A4-Format 19,90 € kosten, im A3-Format 29,90 € und im A2-Format gibt es den dann auch. Da wird er 49 € kosten. Und ich glaube, es gibt ihn sogar auch im A5-Format. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, da kostet er nur 16 € oder so. Nagelt mich nicht auch genau auf die Preise fest. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal
drunter, wenn es soweit ist und wenn der Kalender auf den Markt kommt, ihr könnt ihn überall dann bestellen, auf Amazon und so weiter oder auch über Thalia und so. Da muss ich jetzt mit dem Verlag nochmal sprechen und schreiben, wann das genau sein wird, aber es kann nicht mehr lange dauern, weil wie gesagt, der Kalender ist ja auch für 2015 gedacht und ist ja auch bald soweit und deswegen sollt ihr so schnell wie möglichst an diesen Kalender rankommen. Ist ein gutes Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall, wenn ihr noch nichts habt für eure Familie, für Freunde und so weiter, dann kann ich euch den nur empfehlen, den Berlin City bei Nacht 2015 Kalender. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ciao.